Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2. In Russland ist einer der bekanntesten Kriegspropagandisten ermordet worden. Kampf um Ruinen in der Ukraine wird dabei weiter um jeden Meter der völlig zerstörten Stadt Bachmut gekämpft. Zur militärischen Lage ist Bundeswehrplanungschef Bruno Hofbauer live im Studio. Sie macht Terror, simste Generalsekretär Thomas Schmidt an den damaligen Finanzminister Schelling. Sie war Verlegerin Eva Dichand. Ein neuer Bericht der Staatsanwaltschaft zeigt, wie eng das Verhältnis zwischen Schmidt und dem Ehepaar Dichand war. Rollerkonflikt in Paris, werden Leihscooter ab Herbst verboten. In Österreich werden die Regeln für die Elektroroller verschärft. Vor dem russischen Angriff lebten rund 70.000 Menschen in der Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Heute sollen es noch etwa 3.000 sein und die Stadt ist fast völlig zerstört. Russische Söldner wollen Bachmut jetzt endgültig erobert haben. Das behauptet jedenfalls der Chef der sogenannten Gruppe Wagner. Die Ukraine bestreitet es. Bachmut ist seit Monaten umkämpft mit gewaltigen Verlusten an Menschen und an Material auf beiden Seiten. Derweil wurde rund 1700 Kilometer weiter nördlich in St. Petersburg einer der bekanntesten russischen Kriegspropagandisten ermordet. Und der Kreml, die Regierung in Kiew, der russische Geheimdienst und die russische Opposition weisen sich gegenseitig die Verantwortung für das Attentat zu. Schwere Kämpfe um eine Stadt, die schon fast komplett in Trümmern liegt. Die Ukraine will Bachmut unbedingt halten. Die russische Seite lässt einen Angriff dem nächsten folgen. Wie es wirklich um Bachmut steht, lässt sich unabhängig nicht überprüfen. Neben dem Krieg auf dem Schlachtfeld tobt um die Stadt auch ein Informationskrieg. Die Ukraine sagt, die Verteidiger würden die Stadt bislang halten. Präsident Volodymyr Zelensky bedankt sich bei den Soldaten für ihren Einsatz. Vor allem in Bachmut, dort ist die Lage besonders angespannt. Währenddessen vermeldet der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, Bachmut sei eingenommen. Ein Video soll ihn auf einem Verwaltungsgebäude der Stadt zeigen mit der russischen Flagge. Auf der Flagge steht eine Botschaft. Das ist eine russische Flagge. Auf der Flagge steht geschrieben, in Erinnerung an Wladlen Tatarski. Unter diesem Namen war der russische Kriegsblogger bekannt, der gestern Abend bei einer Explosion in St. Petersburg getötet worden ist. In einem Café, das Medienberichten zufolge dem Wagner-Chef Prigoschin gehört. Am Nachmittag ist die Frau verhaftet worden, die für die Explosion verantwortlich sein soll. Dieses Video soll sie dabei zeigen, wie sie mit einer verpackten Büste das Café betritt. Kurz darauf soll diese Büste explodiert sein. Bei der Explosion sind über 30 weitere Personen verletzt worden. Kurz nach ihrer Verhaftung sieht man Daria Trepova im russischen Staatsfernsehen. Ja, sie habe Tatarski die Büste gegeben, die explodiert ist, sagt sie in dem Video. Von wem sie bekommen habe? Kann ich Ihnen das später erzählen? Der Kreml will die Schuldigen allerdings schon kennen. Trepova habe Verbindungen zum Oppositionellen Alexei Nawalny. Dessen Organisation soll den Anschlag gemeinsam mit dem ukrainischen Geheimdienst geplant haben. Beide streiten eine Beteiligung ab. Wagner-Chef Prigoschin glaubt nicht an eine Verwicklung der Ukraine. Die Ukraine selbst spricht von russischem Inlandsterror. Der Kriegsblogger Tatarski ist ein ehemaliger Häftling, der mehrere Jahre im Donbass auf der Seite der Separatisten gekämpft hat. Auf seinem Telegram-Kanal mit über 500.000 Followern hat er bis zuletzt russische Propaganda verbreitet. Wer wirklich hinter dem Anschlag steckt, der ihn getötet hat, ist bislang aber unklar. Ebenso unklar wie die Lage in Bachmut. Und ich begrüße dazu jetzt live bei mir im Studio Generalmajor Bruno Hofbauer, den Planungschef des österreichischen Bundesheers. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Herr Generalmajor, über dieses Attentat auf den Kriegsblogger kann man derzeit wohl wenig Substanzielles sagen. Beginnen wir deshalb gleich mit der Schlacht um Bachmut. Da sind sich ja alle einig, dass diese Stadt an sich strategisch nicht sehr wichtig ist. Warum ist sie trotzdem zu einem derartigen Symbol für beide Seiten geworden? Und macht es jetzt irgendeinen praktischen Unterschied? Sollten die russischen Söldner die Stadt wirklich erobert haben? Nun, für die russische Seite ist Bachmut ein Symbol für die Winteroffensive auch geworden, denn man wollte hier auch einmal an der Heimatfront einen Erfolg verbuchen können. Die russische Seite hat mit dieser Offensive, die sie begonnen hat, keine Erfolge verbuchen können, die durchschlagend gewesen wären.
Donetsk, Luhansk, die beiden Oblaste sind nach wie vor nicht erobert, also der Donbass nicht unter russischer Kontrolle. Da würde es schon sehr viel Sinn machen, wenn hier dieses symbolhafte Stadtbuch Bachmut in Besitz genommen werden kann. Und für die Ukraine auf der Gegenseite stellt sich die Frage, wenn sie in Bachmut nicht verteidigen, dann gehen sie weiter zurück, stehen 10, 15 Kilometer weiter in der Tiefe und beginnen den gleichen Kampf von neuem. Somit können sie auch Bachmut halten und auch das als Symbol ihrer Widerstandskraft nutzen. Aber die Stadt ist, man sieht sie auf diesen Drohnenbildern, praktisch völlig zerstört. Beide Seiten verlieren seit Monaten unglaubliche Mengen an Soldaten und an Material dort, obwohl sie ohnehin massive Nachschubprobleme haben. Gibt das militärisch irgendeinen Sinn? Also militärisch, wie gesagt, wenig Sinn. Es zeigt, dass beide Seiten und vor allem die russische Seite nicht in der Lage ist, hier mit Umfassungen oder mit Manöver zu arbeiten, dass hier ganz einfach die Stadt umfahren wird. Das wäre ja im Winter bei gefrorenem Boden mit mechanisierten Kräften durchaus eine Option. Dazu haben sie anscheinend weder die Kräfte und anscheinend auch nicht das ausgebildete Personal, denn sie wollen sich so eine Niederlage, wie sie es im Süden erlebt haben, nicht noch einmal leisten offensichtlich. Jetzt haben Sie schon diese russische Winteroffensive angesprochen, die ja allgemein erwartet worden ist, die aber zu nicht viel geführt hat. Kann man erklären, warum? Also wir gehen davon aus, dass die russische Seite vor allem in der Angriffsphase am Beginn sehr viel ihrer Führungskader verloren hat und derzeit einfach die Soldaten und vor allem die Offiziere nicht in der Lage sind, qualifiziert hier anzugreifen. Das erklärt auch ein bisschen, dass die Soldaten, die jetzt mobil gemacht wurden, zu großen Teilen in Weißrussland ausgebildet wurden, weil offensichtlich in der russischen Armee hier die Kapazitäten auszubilden und auch an der Front erfahrene Führer, die verstehen, wie das Handwerk geht, zur Verfügung zu haben, einfach nicht da sind. Andererseits erwarten viele Militärfachleute eine große ukrainische Offensive für die nächsten Wochen. Wie wahrscheinlich und wie aussichtsreich ist das? Also ich denke, dass die ukrainische Offensive schon kommen wird. Es wird politischen Druck geben von Selenskyj auf das Militär, so wie wir es auch im vorigen Sommer erlebt haben, vor der Offensive im Süden, die ja dann relativ erfolgreich durchgeführt werden konnte. Dass der Aussicht auf Erfolg aus der Distanz schwer abzuschätzen. Das wird natürlich jetzt entsprechend gut vorbereitet. Wir müssen aber auch klar sehen, dass die russische Seite ja jetzt auch diese Offensive erwartet und massiv Verteidigungsvorbereitungen setzt und was eine örtliche, massive Überlegenheit der Ukraine voraussetzt. Die Ukraine bittet ja seit Monaten inständig um Waffen aus dem Westen, kriegt jetzt auch immer wieder was. Also heute sollen 4 Kampfflugzeuge aus Polen geliefert worden sein, 13 weitere kommen aus der Slowakei und dazu jetzt noch nach und nach Dutzende, wahrscheinlich letztlich deutlich über 100 Panzer aus verschiedenen EU-Ländern. Wie sehr wird das das Kräfteverhältnis verändern? Ja, es bringt vor allem die mechanisierten Kräfte, also die Panzer bringen diese Stoßkraft, die in der von Ihnen angesprochenen Offensive benötigt wird, weil im Endeffekt ist genau das die Möglichkeit, feindliche Linien zu durchbrechen, mit entsprechender Stoß- und Feuerkraft gegen den Gegner vorzugehen. In der Luft sehen wir es ein bisschen relativer, weil natürlich da die Überlegenheit gerade im Luftraum der russischen Kräfte schon wahrzunehmen ist und hier die Ukraine vor allem von der Unterstützung mit den Fliegerabwehrsystemen Nutzen zieht. Ihr Kollege Markus Reisner, Militäranalytiker, sagt, die westlichen Waffenlieferungen bisher seien für die Ukraine zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Sehen Sie es auch so? Na, ich denke, dass wir hier jetzt schon einen größeren Schritt nach vorne gehen. Also es geht jetzt schon in die hunderte Fahrzeuge, die insgesamt aus dem Westen kommen, mit all den logistischen und ausbildungsmäßigen Problemstellungen für die Ukrainer. Aber ich denke schon, dass hier auch die Zeit für die Ukraine spielen dürfte. Viele Fachleute erwarten ja einen möglicherweise jahrelangen Stellungs- und Abnutzungskrieg. Aber ein Schweizer Militärökonom sieht das ziemlich anders und erregt damit recht viel Aufsehen. Markus Matthias Kolb, der an der ETH in Zürich, sehr angesehene Universität, Schweizer Offiziere ausbildet, der sagt, in Russland wird den Krieg im Oktober militärisch verloren haben. Und zwar deswegen, weil die Verluste an Menschen und Material so hoch seien für die Russen, dass selbst die riesige russische Armee die nicht mehr ausgleichen kann. Russland hätte allein seit Beginn des Krieges schon fast 2/3 seiner Panzer verloren, die es überhaupt insgesamt hatte. Wie plausibel ist diese Analyse? Also die Aussage stimmt von den Verlustzahlen her, wenn man die modernen Waffensysteme nimmt. Aber ich denke, dass uns auch die Geschichte lehren sollte, dass man erstens Russland nicht unterschätzen sollte, die strategische Tiefe und den langen Atem,
haben wir bei Russland des Öfteren gesehen. Und man hat schon öfter geglaubt, dass Russland untergehen würde. Das sehe ich nicht ganz so. Gut, jetzt geht es ja nicht darum, ob Russland untergeht, sondern ob letztlich die Ukraine das russische Militär aus der Ukraine verdrängen kann. Aber für Russland wird das ja zunehmend, seit der Annexion kämpft ja quasi Russland auf eigenem Staatsgebiet und verteidigt sein annektiertes eigenes Gebiet. Und ich denke schon, dass Russland hier alles tun wird, um die eroberten Gebiete zu halten. Jetzt will ja Russland offenbar auch damit beginnen, taktische Atomwaffen, also Atomraketen mit nicht sehr großer Reichweite, nach Belarus zu verlegen, also an die Grenze zu Polen und damit auch an die Grenze zur NATO und zur EU. Mhm. Verändert das militärisch irgendwas oder ist das ein reiner weiterer Einschüchterungsversuch von Putin? Also aus meiner Sicht ist das eine Schlagzeile für die Informationsfront, klar gerichtet an zwei Seiten. Einerseits nach innen, seht her, wir holen Weißrussland, eine ehemalige Sowjetrepublik, viel näher in unsere Einflusssphäre. Wir machen das, was der Westen auch macht. Wir stationieren Atomwaffen vorwärts. Und andererseits die Drohung an den Westen, seht her, wir sind durchaus in der Lage, dass die Situation weiter eskaliert, wenn es notwendig ist. Aber wir sollten auch sehen, dass nuklear bestückbare Waffensysteme schon seit Jahren in Kaliningrad stationiert sind, was noch weiter westlich liegt. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, glauben Sie nicht, dass der Einsatz von Atomwaffen dadurch wahrscheinlicher wird? Das ist korrekt. Herr Generalmajor, vielen Dank für diese Analyse. Sehr gerne. Und wir kommen damit nach Österreich. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft will jetzt alle Zeitungsinserate des Finanzministeriums in den Jahren 2017 bis 2022 untersuchen. Nach der Übernahme der ÖVP durch Sebastian Kurz hat sich das Werbebudget des Ministeriums auf fast 9 Millionen Euro mehr als vervierfacht. Ein Gutteil davon ging an die Boulevardblätter Krone und Heute, die Christoph und Eva Dichand gehören. Das mächtige Verleger-Ehepaar hatte ungewöhnlich enge Beziehungen ins Finanzministerium, und zwar zum obersten Beamten und Kurzvertrauten Thomas Schmidt. Das zeigt ein über 1000 Seiten dicker Auswertungsbericht der Ermittler. Ulla Gammer-Schmidt und Martin Thür haben ihn gelesen. Es war ein offenbar enges und vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Zeitungsmagnaten Eva und Christoph Dichand und dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt. Gemeinsame Abendessen, gemeinsame Urlaube. In den Chats, die die Korruptionsstaatsanwaltschaft auswertet, geht es aber nicht nur um Privates, sondern oft auch ums Geschäftliche. Konkret vor allem um Stiftungen und um Inserate. Stiftungen. Thomas Schmidt schlägt Alarm. Es ist der 30. Juni 2017 und es gibt harsche Kritik am Entwurf des damaligen Justizministers Brandstätter zu einer Reform des Privatstiftungsgesetzes. Schmidt schreibt an seinen Chef, Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Eva Dichand und Stiftungen sind total sauer. Brandstätter Begutachtungsentwurf ist schlecht und beinhaltet Transparenzregelungen. Sie macht jetzt Terror. Gemeinsam mit anderen Vertretern großer Stiftungen, darunter auch welche, die direkt oder indirekt an die ÖVP gespendet haben, hat man kurz davor Finanzminister Schelling getroffen. Der Entwurf wenig später passt aber gar nicht. Das Finanzministerium gibt dann auch eine ablehnende Stellungnahme ab. Das Gesetzesvorhaben wird schubladisiert. Beteiligte bestätigen der ZIB2, die insgesamt drei Treffen 2015, 2017 und 2018. Jede Verknüpfung mit Parteispenden wird, auch von der ÖVP, zurückgewiesen. Eva Dichand betont, sie hätte von einer Gesetzesänderung nicht profitiert und das Treffen auch nur angeregt. Schmidt und die Dichands haben aber auch bei einem anderen Thema viele Berührungspunkte. Inserate. Thomas Schmidt steht unter Druck. Die Zeitungsherausgeber fordern, mehr zu inserieren. Er wollte Goodwill für eine positive Berichterstattung schaffen, berichtet er der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Eingebunden war, so Thomas Schmidt, auch Sebastian Kurz. Kurz war es sehr wichtig, dass Christoph Dichand zufrieden war mit der Zusammenarbeit zwischen ihm und der Kronenzeitung einerseits und dem Finanzministerium andererseits, da er davon ausging, dass dies auch für ihn positive Effekte mit sich bringen würde. Die Werbeschaltungen in den Boulevardmedien durch das Finanzministerium steigen in den Jahren ab 2017 stark an. Besonders viel Freude herrscht im Team, als 2018 die Kronenzeitung mit einem, Zitat, Ausländersparpaket aufmacht. Weniger Geld für Flüchtlinge lautet der Titel. Gerald Fleischmann bedankt sich daraufhin bei Thomas Schmidt. Den Screenshot der Nachricht, den Schmidt extra anfertigt, finden die Ermittler auf Schmidts Handy.
Bitte schickt mir die echte Krone. Das oben habt ihr doch selber geschrieben. So perfekt kann eine Zeitung doch nicht sein. Ein Wahnsinn. Als 2018 Immobilienunternehmer René Benko in die Kronenzeitung einsteigt, droht das Verhältnis Kurz-Dichand-Schmidt deutlich abzukühlen. Ich weiß noch, dass mich der Schlag getroffen hat, weil ich natürlich wusste, dass Sebastian Kurz und ich sowohl eng mit René Benko als auch mit Christoph Dichand waren, so dass wir plötzlich zwischen den Stühlen gesessen sind und dies eine äußerst unangenehme Situation erzeugte. Eva und Christoph Dichand bestreiten die Aussagen von Thomas Schmidt vehement. Es seien haltlose Vorwürfe eines Einzelnen und reine Fantasie. Sebastian Kurz will sich an der, wie er sagt, medialen Vorverurteilung nicht mehr beteiligen und betont, wie alle anderen Beschuldigten, er habe sich nie etwas Strafbares zu Schulden kommen lassen. Eine Einladung ins ZIP2-Studio heute hat Eva Dichand übrigens abgelehnt und damit nochmal ins Ausland. Jahrelang hatten die Terrormilizen des IS weite Teile von Syrien tyrannisiert, doch mittlerweile ist der sogenannte Islamische Staat weitgehend besiegt von einer internationalen Allianz, angeführt von den USA und von kurdischen Truppen. Rund 70.000 IS-Kämpfer und Anhänger sind in Syrien in Gefängnissen und Camps inhaftiert. Rosa Leyen hat zwei junge Männer getroffen, die schon als Kinder zum IS gestoßen sind. Hier werden Buben ab etwa 11, 12 Jahren untergebracht, denn sehr junge Kinder gelten im IS bereits als heirats- und gebärfähig. Und es soll so viele Kämpfer wie möglich geben. In diese eigenen Heime werden die jungen Buben also gesteckt, um zu verhindern, dass sie selbst Kinder zeugen und um sie zu deradikalisieren. My mom, she wasn't Muslim. We were Christians before. Meine Mama war keine Muslima, wir waren Christen. Eines Tages kommt sie nach Hause, ganz in Schwarz, wie ein Ninja. Ich fragte sie, was ist los, ist heute Halloween? Sie sagte, nein, ich habe die Religion gewechselt, ich bin jetzt Muslima. And she told me, no, I changed my religion, I became a Muslim. Sulais Mutter heiratet einen Mann mit langem Bart, erzählt er. Sie fahren gemeinsam auf Urlaub. We went to the zoo, we went to water parks. Wir waren im Zoo, im Wasserpark. Wir hatten Spaß und fuhren weiter in die Türkei. Doch kurz darauf fand Sulay sich in Syrien, mitten im IS wieder. Aman stieß als Teenager zum IS, samt seiner Familie aus Ägypten. Sie sagen dir, kämpfe für den Islam oder die anderen sind keine Moslems. Sie wollen, dass du alles tust, was sie von dir verlangen. Amal ging beim IS zur Schule. Es gab Schulen, sie haben Mathematik, Physik und Chemie unterrichtet. Und dann? Ich habe gekämpft, aber nicht wirklich. Ich war ein Grenzsoldat für 3 Tage. Dann haben sie mich geschnappt. Sie alle wurden von den kurdischen Truppen verhaftet. Immerhin können die jungen Männer hier Fußball spielen, bekommen Unterricht. Und musizieren und tanzen. Sie helfen mir dabei, dieses Denken aus meinem Kopf zu bekommen. Syrien wäre es am liebsten, die Heimatländer würden die IS-Anhänger und ihre Angehörigen zurücknehmen, doch die wenigsten tun das. Ich will nur hier raus und irgendwo anders hin, bloß nicht Syrien. Ich will nur frei sein, mein Leben fortsetzen, wo es aufgehört hat. Seit mehr als 6 Jahren ist Sulay hier. Wann und wie er wegkommen könnte, weiß er nicht. Und wie es in Österreich mit den umstrittenen E-Scootern weitergeht, darüber berichten wir noch in dieser Sendung gleich nach den Kurzmeldungen. Hashim Thaçi, der frühere Präsident des Kosovo, muss sich einem Sondertribunal in Den Haag stellen. Ihm werden im Kampf um den Kosovo in den 90er Jahren Kriegsverbrechen vorgeworfen. Bei diesem Prozess sind 300 Zeugen geladen. Ein Urteil dürfte es erst in 2 Jahren geben. Finnland wird als 31. Mitglied der NATO beitreten. Es wird morgen am Rande eines Außenministertreffens offiziell in das westliche Militärbündnis aufgenommen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg spricht von einem historischen Tag, der Finnland sicherer mache. Donald Trump, wegen einer Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Pornodarstellerin angeklagt, ist von seinem Anwesen in Florida nach New York aufgebrochen. Er muss zur Anklageverlesung vor einem Gericht in Manhattan erscheinen.
Trump ist der erste frühere Präsident der US-Geschichte, der sich einem Strafverfahren stellen muss. Die NASA präsentiert jene Crew, die nächstes Jahr mit der Artemis II-Mission um den Mond herumfliegen soll. Eine Frau und drei Männer. Sie werden die ersten Menschen nahe dem Mond seit der Apollo-Mission vor 51 Jahren sein. Die Artemis-Mission soll wieder Menschen zum Mond bringen mit dem Fernziel einer Reise zum Mars. Die Zahl der Arbeitslosen ist im März weiter gesunken auf knapp 334.000. Das AMS rechnet damit, dass bis Ende des Jahres die Arbeitslosigkeit wieder zunehmen wird, sieht aber keinen Anlass zur Sorge. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin von Arbeitskräftemangel geprägt. Innerhalb weniger Jahre sind sie in vielen Städten weltweit sehr populär geworden. Elektroroller, die man per Handy-App an jeder Straßenecke mieten und am Ziel praktisch überall wieder abstellen kann. Aber die Roller sind auch bei vielen sehr unpopulär, weil sie oft am Gehsteig gefahren oder kreuz und quer abgestellt werden. Wobei abgestellt häufig auch nicht stimmt. In Österreich gibt es die Mietroller in 17 verschiedenen Gemeinden und fast überall plant man mittlerweile schärfere Regeln. Allerdings kein Verbot wie in Paris. Dort sind die Mietroller ab September nicht mehr erlaubt nach einer Bürgerbefragung am Wochenende. Sie erreichen Geschwindigkeiten von 25 km/h, sind überall und sorgen in Städten zunehmend für Debatten. Elektrische Leihscooter sind umstritten. So sehr, dass es sie in Paris ab September nicht mehr geben wird. Gestern haben sich knapp 90% der Wählenden für ein Verbot der Mietroller ausgesprochen. Einem Verbot könnte auch in Österreich so mancher Passant etwas abgewinnen. Très bien, ja, sehr gut, würde ich sagen. Ja, bin dafür. Raus aus der Stadt. E-Scooter weg, Tretroller werden genehmigt. Die Jungen düsen herum damit. Ich werde es auch probieren irgendwann. Ich habe selber noch nie einen benutzt und ich werde auch keinen benutzen. Ich laufe lieber. Sie liegen halt überall herum, ist egal, ob es bei den Eingängen sind oder auf der Straße. Ja, Abstellchaos ist insofern ein Problem, und zwar speziell für sehbehinderte Menschen, wenn einfach die E-Scooter irgendwo herumstehen. Es müsste ja nicht gleich ein Verbot sein, es bräuchte ein paar Regeln mehr. Hat das Pariser Votum also Auswirkungen auf Österreich? Der Österreich-Chef des E-Scooter-Verleihers Link glaubt das nicht. Er kritisiert die Abstimmung in Paris als nicht repräsentativ, weil nur 100.000 Pariserinnen und Pariser abgestimmt haben, weniger als 8% Wahlbeteiligung also. Wir kennen das von Online-Bewertungen. Meistens sind die Leute, die quasi sich beschweren, die quasi dann auch wirklich die Rezession schreiben. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch in Paris passiert aktuell. Da gab es wirklich relativ viel Stimmungsmache in die Richtung. Ich glaube, die meisten Pariser haben es nicht als Problem empfunden, sonst wären wahrscheinlich mehr hingegangen, um sich quasi der Wahl zu stellen. Allerdings wird die Luft für E-Scooter-Firmen dünner. Die Städte Graz und Salzburg haben Leihroller de facto bereits verboten. Vermietungsfirmen bekommen dort seit 3 Jahren keine Konzession mehr. In Linz und auch in Wien werden die Regeln derzeit verschärft. In der Hauptstadt soll man ab Mai nur noch in gekennzeichneten Abstellzonen oder auf Auto- und Fahrradparkplätzen einen E-Scooter abstellen dürfen. Und nicht mehr auf dem Gehsteig. Ein gänzliches Verbot will die Stadt Wien momentan nicht. Aber, so der Verkehrsplanungsexperte, in Österreich wird das einmal ein erster Schritt sein, jetzt, dass man ausprobiert, wie sich die neue Regelung einspielt. Könnte vielleicht der nächste Schritt dann sein mit Verboten. Jetzt wird man sehen, wie sich das aus Paris auf Wien auswirkt, ob da stärker zum Beispiel kontrolliert wird. In Wien soll zudem ab Mai jeder einzelne Leihscooter ein digitales Kennzeichen erhalten und sein Standort somit immer ersichtlich sein. Das soll auch das Verhängen von Strafen erleichtern. Dafür sind nun auch die Autopark-Sheriffs zuständig. Ich glaube, prinzipiell muss man wirklich genau aufpassen, dass man das Strafmaß auch für diese falsch geparkten E-Scooter in Zukunft nicht zu hoch ansetzt und mehr oder weniger den Nutzer komplett verschreckt. Für unbelehrbare Scooter-Falschparker verhängt die Firma Link bereits Sperren. Das betreffe aber weniger als 1% aller Nutzerinnen und Nutzer. Und eine andere oft nützliche und oft mühsame Erfindung feiert heute ihren 50. Geburtstag.
das Handy. Am 3. April 1973 hat der Motorola-Ingenieur Martin Cooper den ersten Anruf auf einem Handy gemacht, ausgerechnet an den Chefentwickler der Konkurrenzfirma Bell. Das erste Handy hatte knapp ein Kilo, der Akku hielt gerade mal 30 Minuten und auf den Markt kam es erst 10 Jahre später. In Österreich hat es dann noch mal knapp 10 Jahre gedauert, bis dann auch das erste Handynetz aufgebaut war. Martin Cooper ist mittlerweile 94 und hat jetzt ein kleineres Handy. Das Wetter. Mit einer Nordströmung kommt weiterhin eisige Luft von Skandinavien über die Alpen bis in den Mittelmeerraum. Der Frühling macht somit Pause, die kommenden Nächte sind verbreitet frostig. Windig und kalt geht's dann auch morgen weiter. Im Norden und Osten ziehen noch ein paar dichtere Wolken sowie einzelne Schneeschauer durch. Höchstwerte nur 0 bis 8 Grad. Weitgehend trocken und teils sonnig, teils bewölkt ist es zur Wochenmitte. Bei lebhaftem Nordwind bleiben die Temperaturen im ganzen Land gedämpft. Sieht irgendwie nach April aus. Hier in OF2 folgt jetzt ein Kulturmontag-Spezial zum 90. Geburtstag von Jean-Paul Belmondo. Und in der ZIB 3 ist heute noch Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski zu Gast zur Frage, wie die Politik mit künstlicher Intelligenz umgehen soll, um 20 Minuten vor Mitternacht in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.